Guck mal, Guck mal, ich. dein Gott hat einen Namen und er ist Allah und wie können die das auch beweisen? Wie können die auch beweisen, wer Allah ist? Das, was du nicht kannst. Wer ist Allah? Sag uns, erzähl uns, wer Allah ist. Der einzig wahre Gott. Ja, aber wer ist Allah? Das ist mein Gott, von dem ich überzeugt bin, dass das mein Gott ist. Einverstanden, aber du hast uns immer noch nicht gesagt, wer Allah ist. Guck mal, wenn ich sage, wenn du mich fragst, den Adler fragst, wer ist Harut, dann sagt er, ich kenne ihn von TikTok, er Ein hat sehr schwarze gebildeter Haare, Mensch, er hat ein sagte Bart, Hassan. er geht Ja. da und da arbeiten, er wohnt dort und dort, Aber was ich willst du jetzt kenne von ihn mir da, hören? er war da. Er kann viel von mir als Mensch erzählen. Du sagst einfach nur, er ist Gott, das war's. Wer ist Allah? Keiner weiß, wer Allah ist. Das weiß jeder, wer es ist. Es ist ja ein Gott. Fertig. Hä? Was soll ich dir da erklären? Guck Was willst du? mal. Was willst du? Was willst du da wissen jetzt? Was willst du von Guck antworten? mal, guck mal. Wir öffnen jetzt Sura Al-Fatiha und ich zeige dir, wer Allah ist, okay? Okay. Guck mal, da hat sogar eine Christin geschrieben, sorry Harun, aber Allah heißt Gott im Arabischen, Allah kommt in der Bibel auch vor im Arabischen. Nein, Tina, da muss ich dich enttäuschen. Das stimmt, Tina, was sie hör. sagt, das stimmt. Tina, nein, nein, Tina, beziehungsweise Aldin, hör zu. Allah ist der Name des Gottes aus dem Koran. Und in der arabischen Bibel wurde das einfach nur falsch übersetzt, weil Falsch die übersetzt. Christen damals angegriffen wurden und das von denen eingetrichtert bekommen haben und sich das Jahr Wie für viel Jahr Prozent Christen leben hingezogen denn haben. noch in Ländern? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Gott heißt Ille. Ille. Und Allah ist der Name des Gottes. Und das zeige ich euch jetzt. Pass auf. Im Namen, so wird das auch übersetzt von Bubenheim. Im Namen Allahs. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Und jetzt pass auf. Alhamdulillah. Warum steht hier nicht auch Allah? Alhamdu Allah. Ich weiß nicht, kannst du Arabisch lesen oder was? Ja, nee, ich lese dir das gerade vor. Ja, nee, weil du Alhamdulillah. liest es von rechts nach links auf Arabisch. Ja, was soll das denn sein? Kannst du nicht Arabisch? Ich kann kein Arabisch. Kannst du Arabisch? Arabisch Ich liest man von rechts nach links. weiß, aber ich frage nur, weil du Guck mal. Christ bist, warum du Arabisch Was kannst. heißt das, dass Christen nicht Arabisch sprechen dürfen oder sollen oder können Nee, oder was? mich wundert Guck es mal. nur, woher du das kannst. Guck mal, was, guck mal. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Ja. Warum steht hier nicht dasselbe wie da? Bismillah. Warum steht hier nicht Hamdulillah? Ihr sagt doch immer, Dank sei zu Gott, ne? Ja. So. Wir haben es in Kommentaren, hat schon eine Schwester das gesagt. Leila, die liebe Schwester, möge der Herr Jesus Christus sie segnen. Hamdulillah. Warum steht hier Lile? Was heißt Lile? Dank sei zu wem? Hamdu. Allah, dem Gott. Nein, 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 hier Allah steht Le. Al ist der Artikel. Guck mal, Dank sei zu. Dieses Li mit dem unten Strich heißt zu. Dank sei zu. Le, das ist dein Gott. Le ist dein Gott. Das ist Allah, dein Gott. Junge, du willst es nicht verstehen. Allah heißt Gott. Nein, nein, Aldin, La heißt dein Gott. Du La. kannst mir nicht erzählen, dass es eine falsche La. Übersetzung ist. La. Aldin. Illa ist auch. Der. Aldin, hör zu. Guck mal, hier steht. Dank sei zu. Das ist zu. Li. Li. Und Le, das ist dein Gott. Ohne das. La. Junge, ich weiß nicht, Dank was du sei. mir erzählen willst, aber Ich Junge, weiß, da du bist hast du. das noch nie gehört, aber ich zeige es dir Ja, jetzt. komm, Das noch ist nie nicht gehört, das, mein was Junge. du Wahrscheinlich hörst. habe ich es noch nie gehört, Darüber Junge. debattieren viele Wissenschaftler in der heutigen Zeit, ob halt eben das wirklich so ist, weil viele Araber wissen das ja selber nicht, dass ihnen halt eben Unrecht angetan wurde über die letzten Guck mal, Jahrhunderte. was steht hier? Le? Das ist der ägyptische Mondgott, hier auch. Hier wird das sogar als Frage gestellt. Sahih. La, guck mal, bei Tur Egypt steht sogar La, ein Mondgott. Okay, Instagram ist jetzt nicht gerade, aber du kannst dir Lexikons raussuchen, wo die ganzen Götter
die alten altertümlichen Götter drinnen stehen. Also Ja? du willst mir jetzt erzählen, dass Allah der Name von unserem Gott ist. Ich sage dir, was sein Name ist. Guck mal, Allah Digga. setzt sich zusammen aus dem Wort Al und La. Al, wie zum Beispiel die drei Töchter von Allah, in der Sure, wo es um die satanischen Verse geht, hat ja drei Töchter. Al-Uzza, Al-Manat und Al-Lat. Dieses Al heißt Gottheit. Und Allah bedeutet Al, Gottheit, La. Lach ist unser Mondgott. Fertig. Mohammeds Familie selber war ein Stamm der Quraysh. Und in dem Hadith steht geschrieben, dass einer von seinen Companions, also Nachfolgern, kam und sagte zu Mohammed: Weißt du, wo mein Vater ist? Und Mohammed sagte zu ihm: Dein Vater und mein Vater sind in der Hölle. Warum? Weil das Götzendiener waren. Die hatten ja über 360 Götzen gehabt dort. Und Allah hat alle vernichtet, Mohammed hat alle vernichtet, außer diesen einen Mondgott, La. Und dann hat er ihn genannt, Gottheit La, Allah. Das ist dein Gott. Guck mal, Johannes Kapitel 17, Vers 3. Du bist der Herr, bist der einzig wahre Gott, der einzig wahre Gott. Aldin. Guck mal, ich mache das schon seit 10 Jahren Ja, kannst du ja und machen. Muslime springen sofort zur Bibel. Willst du jetzt mit der Bibel deinen Koran ins wahre Licht führen? Da kannst du auch direkt der Bibel folgen. Wieso denn? Guck mal, Aldin, ist die Bibel gefälscht für dich? Hat Allah erlaubt, zugelassen, dass die Bibel gefälscht wird? Ja oder nein? Die wurde von Menschenhand verfälscht, ja. Das steht nirgendwo im Koran, aber glaubst du das, meine Das ich? steht ja auch nicht im Koran, aber es wurde von Menschenhand verfälscht. Leute, habt ihr gehört? Endlich ein Muslim, der ehrlich ist. Der sagt, das steht nicht im Koran, aber es wurde von Menschenhand verfälscht. So. Warum kommst du jetzt mit einem für dich gefälschten Buch? Und wieso soll ich einem Gott folgen, der noch nicht mal sein Buch beschützen konnte? Was sind denn deine ältesten Texte? Ich hab dir doch eine Frage gestellt. Mhm. Wieso kommst du mit einem Buch, das, was dein Gott zugelassen hat, das, was durch Menschenheit verfälscht werden konnte? Ja? Und wieso soll ich diesem Gott folgen? Wieso glaubst du dann dran? Ich glaube doch nicht an. Du bist doch derjenige, der daran glaubt und Du bist doch Christ. du willst mit der Bibel gerade dein Koran rechtfertigen, richtig? Nochmal bitte. Aldin, guck mal, die Leute schreiben schon, geh raus, du hast nicht so viel Wissen. Sollen wir tauschen oder willst du drin bleiben? Ja, dann tausch mal mit dem Typ. Hammer. Schmeiß mich gerade raus. Du kannst auch drinnen bleiben. Adlerblick, was ist mit deinem Internet? Ja, benutzt du wieder das Internet von deinen Nachbarn? Ja, mein DSL ist irgendwie gedrosselt. Ich habe irgendwie nur 0,3 Mbit. Was soll ich sagen? Der arme Nachbar, ja. Wenn man die Rechnung nicht zahlt. So. Wer ist jetzt da? Schwarze Flagge, wie können wir dich nennen? Du willst deinen Namen nicht Hey, verraten, glaube ich. Ne? Du warst schon mal da. Du kennst mich, ne, Harut? Du kennst mich. Ja, warst du 18? Nein, ich habe mein Alter nie verraten. Ja, aber bist du, guck mal, nur ab 18 hier, sei ehrlich, Hand aufs Herz. Ich bin deutlich älter als 18. Keine Type, Takia. type, type. Kannst du ganz sicher sein. Aber Harut, willst du den anderen Bruder mal hochholen? Wie hieß der nochmal? Noch mehr. Abu Ayyub. Ja, der einen Bruder bloß, den Ibn Aber Safid. guck mal, guck mal, guck mal. Beim UFC kämpft man doch eins gegen eins. Wieso jetzt gegen Aber drei? Okay, hol ich. ihr seid aber auch zwei. Von dem her. Type. Okay, holst du Wen? noch? Wen denn? Hier sind Ibn 75 Safid. Anfragen. Aber warte, Ibn Safid. Ibn Safid. Yalla, Ibn Safid. Assalamu alaikum. Harut, wir waren. Alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Ibn Safid. So, ihr wisst schon, dass Harut. ihr die Kuffaren nicht mit diesem Friedensgruß Ich hab dich nicht damit begrüßt, ich hab den anderen Bruder begrüßt, aber Kopf hoch. Ich hab dich ganz sicher nicht damit begrüßt, aber ganz sicher Seid ihr nicht. irgendwie eine Gemeinschaft, die nur sich so untereinander den Nein. Frieden, den Segen wünscht, oder? Nein, zu euch sage ich nur Wa alaikum. Ja, also dir auch quasi, ne? Ja, So, genau. guck mal, Auf guck jeden mal. Fall, Harut, wir waren letztens noch stehen geblieben, du hast mich aber letztens gekickt. Zu deinem Hadith mit der Sonne, dass sie in der Schlamme 40 untergeht und so weiter. Oh, if, 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 if. Ja.
Aber jetzt ist ja ein neues schon Thema. Thema und zwar Aldin hat gesagt, im Koran steht nicht geschrieben, dass die Bibel verfälscht wurde. Damit hat er recht. Aber er hat gesagt, dass Menschen es trotzdem verändert haben. Und meine Frage war, er hat ja versucht jetzt, den Koran mit der Bibel irgendwie in ein glanzvolles Licht darzustellen. In einem glanzvollen Licht. Und hat dann die Bibel zitiert. Johannes 17,3. So, und dann habe ich ihm gesagt, du glaubst doch, dass die Bibel verfälscht wurde, dass Allah das zugelassen hat, obwohl er das selber geschickt hat. So, warum soll ich diesem Gott folgen? Warum folgst du diesem Gott, der es zugelassen hat, dass es gefälscht wird? Und warum kommst du jetzt mit der Bibel, die ja für dich gefälscht ist, um deinen Glauben zu rechtfertigen? Das ist die Frage. Darf ich antworten? Man hört dich ganz leise, Ibn Safet. Leute, hört ihr ihn? Jetzt? Jetzt hat man nicht mehr, oder? Ja, jetzt. Ja, guck mal. Also, Harut, guck mal, Bruder, ich muss dir das jetzt mal erklären, weil das wurde schon tausendmal eigentlich erklärt und deswegen verstehe ich eigentlich die Frage nicht so, weil guck mal, wir als Muslime, wir glauben, dass der Koran der Wächter ist über die anderen Bücher, die Allah vorher herabgesandt hat. Und was dem Koran widerspricht, ist nicht von Gott, weil, guck mal, Allah sagt im Koran, der Koran ist gekommen als Bestätigung für das, was vorher war. Was der Koran bestätigt, zum Beispiel wie jetzt das erste Gebot, ist auch im Koran so. Höre Israel, euer Gott ist ein einziger, nicht drei in ein, sondern ein einziger. Das sagen wir, das ist ein Wort von Allah. Aber wenn dann andere Verse kommen, wo dann die Gottheit Jesus gepredigt wird, dann sagen wir, das widerspricht dem Koran, weil der Koran wird auch als Furqan und genannt, das heißt Unterscheidung von Hack und Falschheit, verstehst du? Ja, aber der Koran bestätigt in Sure 3, Vers 3, Sure 3, 48, Sure 3, 50, Sure 3, 65, Sure 3, 93, Sure 5, 43, 44, 46, 46. Nicht alle Verse, ich kann den Koran nicht auswendig. Dann 68 und 110, Sure 7, 157, Sure 9, 111, Sure 48, 29, Sure 61, 6, Sure 62, 5, dass Allah Tora und Evangelium herabgesandt hat, unter anderem für Rechtleitung und als Licht für die Menschen. Als Licht für die Menschen. Und das gilt bis jetzt, weil der Koran gilt auch ewig, richtig? Ja, genau, richtig. Also. Aber du lässt ein paar Sachen aus, guck mal. Weil wir sagen, zu der Zeit, wo Jesus a.s. gekommen ist mit dem Evangelium, mit dem Injil, da war das auch, dann ist das halt in dieser Zeit so gewesen. Aber diese vorherigen Bücher waren nicht für alle Ewigkeiten. Der Koran ist das letzte Buch und das ist für ewig. Verstehst du? Bis zum jüngsten Tag wird der Koran bleiben. Warum hat dann Mohammed seine Hand auf die Tora gelegt und gesagt, ich glaube an dem, der das gesandt hat? Ja, und an das, genau. Warum hat er seine Hand drauf gelegt? Weil damals gab es ja die Tora. Genau. Weil, guck mal, wir als Muslime, zum Beispiel wir, deswegen finde ich das auch immer eigentlich nicht korrekt von vielen Christen, also nicht, ich sage nicht von allen, aber von vielen Christen oder auch Juden oder so, wenn sie zum Beispiel immer den Islam, zum Beispiel unseren Propheten beleidigen und so, dies und das. Aber wir als Muslime, wir dürfen nicht über die Bibel schlecht reden, weil wir wissen ja auch nicht alles, was gefälscht ist. Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, Allah hat uns gesagt. Safed, du redest jeden Tag, wenn du sagst, dass die Bibel, also ja, der Gott, an den ich glaube, der heißt Jahwe. Und das ist nicht beleidigen wir die Propheten. Jeden Tag, wenn du das sagst, beleidigst du schon. Jedes Mal, wenn du betest, verfluchst du Juden und Christen. Jedes Mal, wenn du betest, betest du und sagst, dass für Allah und für Mohammed gebetet werden soll. Das ist der größte Götzendienst, den es gibt. Der Koran kritisiert ja den Herrn Jesus Christus, indem er ihm seine Waffe abgibt. Segenswünsche, verstehst du? Genauso für Abraham, a.s. Nein, nicht nur Segenswünsche. Es ist Salah und Barakat. Salah und Barakat, sagt ihr beim Gebet. Nein, nicht Adlablik. Adlablik. Ist das Salah und Barakat? Nicht vertreten. Findest du einen Moslem, guck mal, wenn du Hand aufs Herz, okay, Harun, findest du einen einzigen, gib mir einen einzigen Moslem auf dieser ganzen Welt, der einmal nur sagt, wir beten den Propheten Mohammed an. Das gibt's doch gar nicht. Noch nicht mal die schlimmsten, sagen wir mal, die schlimmsten Sekten sagen das, aber ihr Christen findet irgendetwas, was einfach gar nicht dahin gehört. Wir wünschen Segenswünsche für den Propheten und nicht nur für den Propheten Mohammed. Wusstest du, dass die Bibel vollständig war, als Mohammed gelebt hat und dass Mohammed wusste, dass der Herr Jesus Christus gekreuzigt wurde? Weißt du das?
Nee, weil der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist, okay, aber Allah ihm das offenbart hat. Okay, Sie lesen jetzt eine Stelle, wo Mohammed selber eine Stelle zitiert, als Jesus Christus am Kreuz hing, okay? Okay, ich bin gespannt. Im Hadith. Zeig. Lass mich kurz raussuchen. Und zwar, Atabik, kannst du Lukas... Aber nur nicht rein? Bitte dann springen, okay, Harut? Also nur bitte dann nicht springen. Wir bleiben immer bei einer Sache. Wir bleiben gerade bei der Authentizität der Bibel und dass es nicht verfälscht wurde. Genau. Okay, sehr gut. So, Adlerblick, Harut, wir müssen... Harut? Ja. Harut, wir müssen aber dann später noch auf den Hadith eingehen, ne, mit der Sonne. Okay? Können wir machen. Bist du jetzt weg? Nee, ich... Aber, ja. Okay. Johannes? Lukas 23 ab 32 lesen. Lukas 23... Ab 23? Ab 32. Also Kapitel 23, ab Vers 32. 23, ab 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Die Kreuzigung Jesu, Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Okay. 35. Okay, reicht erstmal bis dahin. Reicht erstmal, ja. Was hat der Jesus Christus gesagt, ausführlich am Kreuz? Nur dieses Abvater? Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Type. Type. Schaut mal jetzt, was Prophet Mohammed gesagt hat. Und es wird ja immer gesagt, nein, dass Mohammed das nicht wusste. In Sunan ibn Majah, Hadith Nummer 4025, hier von Imam ibn Majah. Sahih. Okay? Hier. Guck mal, was der sagt, dass Mohammed erzählt, welche Geschichte er erzählt. Es wird zitiert von Abdullah, dass er sah, also eine Geschichte, also der Messenger of Allah erzählte eine Geschichte über einen der Propheten. Und er sagte Folgendes über diesen Propheten. Seine Leute schlugen ihn und erwischte das Blut von seinem Gesicht und sagte, O Herr, vergib meinen Leuten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor allem vergib meinen Leuten, also meint er denn damit jetzt die Juden? Ja, oder? Damit ist der Prophet Mohammed gemeint. Du musst auch einen anderen Hadith lesen, weil damit ist nicht Jesus gemeint, wie du jetzt das hinstellst, sondern damit ist der Prophet Mohammed selbst gemeint. Weißt du warum? Hier steht, der Messenger of Allah erzählte uns eine Geschichte von einem der Propheten. Ja, aber ich kenne auch den anderen Hadith, wo da steht, guck mal, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wurde auch verfolgt. Und da haben die auch erzählt über ihn, dass er bisher sich das Blut vom Gesicht wischte und sagte auch dieselben Worte, oh Allah, vergib ihn, denn sie wissen nicht, sie wissen nicht, verstehst du? Und ja, du willst diesen Hadith auf Jesus beziehen, aber der bezieht sich gar nicht mal auf Jesus. Leute, guck mal. Guck mal, Ibn Safed, du sagst jetzt Folgendes, guck mal, ich lese jetzt mit deinem Gehirn. Der Prophet von Allah erzählte uns eine Geschichte über sich selbst. Ja, über sich selbst. Da steht, er erzählt eine Geschichte über einen Propheten, also über einen anderen Propheten. Aber Ibn Safed liest, er erzählte eine Geschichte über sich selbst. Ja. Über sich selbst. Hier steht about himself steht hier, ne? Ja. Atlablik, hier steht about himself, richtig? Okay, sorry, weil ich kann nicht so gut Englisch, aber guck mal, warte. Ja, natürlich. Okay.
Es gibt denselben Hadith, es gibt so einen ähnlichen Hadith, wo es über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber gesagt wird, wo ein Sahabi davon berichtet. Aber okay, selbst wenn dieser Hadith auf Isa alaihi salam, sagen wir mal das, was, worauf willst du hinaus? Sagen wir mal, damit ist Jesus alaihi salam gemeint. Was ist damit? Ja. Hier sagt er doch nur, hier sagt er doch nur, mein Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was steht in dem Hadith weiter. Was willst du jetzt damit sagen? Verstehe in dem Hadith weiter steht nicht. Kannst du Arabisch? Der endet hier. Ich kann leider kein Arabisch. Nee, ich bin gerade am Lernen. Lern, damit du zu den einen wenigen gehörst, die auch Allah komplett verstehen, in dem Sinne. Ich verstehe Allah. Ich verstehe meinen Gott. Islam ist einfach. Gott ist eins, alle anderen sind unter ihm. Islam. Und nicht Trinität, wo wir selbst leider nicht erklären. Im Koran gibt es zwei Trinitäten, habe ich eben erklärt. Pass auf. Nee, gibt es keine Trinitäten. Er sagt über Jesus, du hast gefragt, was will er damit sagen? Ja. Du hast eben, ich habe dich eben gefragt und ich habe auch den Aldin gefragt, über die Authentizität, also ob die Bibel verfälscht wurde. Dann habe ich dir gesagt, dass Mohammed selber die Hand gelegt hat auf die Tora. Ja. Und hat gesagt, ich glaube an den, der das gesandt hat. Das hat er zu den Juden gesagt. Kennst du die Geschichte? Kennst du die Geschichte, warum die Tora auf dem Kissen gebracht wurde? Warum das gemacht wurde? Kennst du die Geschichte, die Erzählung vom Hadith? Wegen dem Urteilen, dass sie urteilen sollten? Genau. Und Mohammed hat dann die Hand auf die Tora getan. Richtig. Er hat in dem Moment getan, als wäre er Jude. In einem anderen Moment war er wieder Muslim. Hat er nicht so getan. Guck mal, Deine Frage war, wenn das Jesus ist, was bedeutet das? Du hast gefragt, wenn das Jesus ist, was bedeutet das? Ja. Das bedeutet, dass die Bibel nicht verfälscht wurde und dass Mohammed selber, er konnte ja nicht lesen und nicht schreiben, dass er selber von Christen Lukas 23, Vers 34 gekannt hat, dass Jesus selber gesagt hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das sagt er hier. Er erzählt eine Geschichte von einem der Propheten, der sagt, seine Leute schlugen ihm, erwischte das Blut von seinem Gesicht und sagte, Herr, vergib meinen Leuten, sagt dieser Prophet, nicht den Muslimen, meinen Leuten, das heißt den Juden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mohammed kannte das Evangelium auf jeden Fall. Und das darf ich aber bitte antworten? Wie kann das sein, dass 900 Jahre später quasi, nach diesem Buch hier, dann irgendein Hadith-Sammler quasi auf die Idee kommt, das dann da mit einzutragen? Also das macht ja irgendwie keinen Sinn. Das steht hier 1:1, 900 Jahre vorher. Nein, wartet, ich bleibe jetzt erstmal bei Harut. Warte ganz kurz, bitte Adlerblick, ganz kurz, weil ich möchte jetzt auch drauf eingehen. Also wir müssen ja auch drauf eingehen, weil das ist sonst unfair. Wenn du hast jetzt einfach was gesagt, du hast Hadith gezeigt, jetzt möchte ich auch bitte kurz darüber reden. Ja, aber du hast sein Argument verstanden, er hat doch recht. Wie kann das sein, dass später dann irgendwann, und wieso hat Allah das überhaupt zugelassen? Das ist doch ein Eigentor. Wieso ist das denn ein Eigentor? Nein, guck mal, genau das ist bestätigt. Guck mal, erstens, in diesem Hadith steht nur, sagen wir, weil es gibt so einen ähnlichen Hadith, wo von einem Sahabi berichtet wird, über den Propheten, der auch damit, wo unser Prophet... Mohammed in dem Hadith steht das hier ganz anders. Lass mich mal bitte ganz kurz ausreden. Nennen wir ihm, wie heißt der Hadith? Jesus a.s. gemeint. Da steht doch nur, er hat sein Blut weggetan, also weggewischt und gesagt, mein Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, guck mal, Nummer eins, lass mich bitte ausreden. Nummer eins, wo steht da jetzt irgendetwas, dass er gekreuzigt worden ist? Wir als Muslime glauben doch selber, dass die Juden ihn töten wollten, aber Allah ihn gerettet hat. Da steht nur, ist jemand tot, nur weil er blutet? Ist er gekreuzigt worden? Im Safed, ich habe dir gesagt, dass Mohammed diese Geschichte erzählt hat, weil er das Aber das ist ein Beweis für sein Prophetentum, verstehst du das? Nein, er kannte das Evangelium. Er kannte das Evangelium und er hat diese Stelle zitiert, aber er wollte nicht an ihn glauben. Deswegen hat er eine neue Religion gebracht und hat nur zwei Stellen über Jesus gebracht. Einmal, es erschien ihnen so, das war's. Wenn du sagst, es gibt im Koran nur zwei Stellen über Jesus, dann musst du aufpassen, weil wir haben schon einen ganzen Kapitel über seine Mutter. Ich weiß, er kommt öfters vor als Mohammed im Koran, das weiß ich. Ich möchte dir nur sagen, es gibt zwei Stellen, die er dann sozusagen als Offenbarung bekommen hat, um zu beweisen, dass dieser Gott, an den wir glauben, der Mensch geworden ist, nicht derjenige ist, an den ihr glaubt. Weil Allah zeugt nicht und er wurde nicht gezeugt. So richtig, wie im Alten Testament. Und wir wissen von allen Scheichs mittlerweile zu 100 Millionen %, dass Allah nicht derselbe Gott ist wie Jahwe. Fertig. Doch. Nein.
Die haben ja einen anderen Namen gegeben. Allah, weil auf Aramäisch hat Jesus auch. Allah ist auch ein Name. Wir haben nicht denselben Namen. Jeder steht zu. Jeder Chef sagt das. Guck mal, natürlich, guck mal, wenn du sagst, wenn du sagst, wir haben nicht denselben Gott, aber ihr betet Jesus, natürlich haben wir nicht denselben Gott, weil wir sagen, Jesus ist nicht Gott, er ist nur der Prophet. Aber im Ursprung haben wir denselben Gott, haben alle Menschen denselben Gott. Wir haben denselben Schöpfer und dieser Schöpfer wurde benannt im Alten Bund. Die Menschen haben ihn angerufen als Jahwe. Und das ist ein Name für diesen Schöpfer. Und dein, also und der Name von Allah, der ja auch 99 andere Namen hat, ist auf gar keinen Fall Jahwe. Also ist das nicht derselbe Gott. Klar haben wir einen einzigen Schöpfer. Doch, dieser Schöpfer heißt Jahwe. Im Alten Testament. Und er wurde Mensch. Und die Prophezeiungen, die alle Propheten gemacht haben über diesen Jahwe, sind alle wahr geworden. Ja. Und dann 600 Jahre später kommt Mohammed, dessen Familie eigentlich Götzendiener waren, alle. Ja? Nee, stimmt nicht. Hör auf, Außer Baraka, okay, wer noch? Khadija? War Khadija auch Christin? Ja, weiter. Nee, ich frage dich, war Khadija auch Christin? Ich weiß außer nicht, die waren am Anfang, ich weiß es nicht, die war wahrscheinlich vorher Christin, ja? So, und das Ding ist, er hat doch Khadija geheiratet. Das heißt, weißt du, wie das früher war, die Hochzeit? Früher durftest du nicht einfach eine christliche Frau heiraten. Du musstest dich erstmal konvertieren. Mohammed wurde Christ, hat sie geheiratet in der Kirche und danach sind die Muslime geworden. Du durftest nicht einfach eine Christin. Er hat das Christentum angenommen, sie geheiratet und danach kam erst der Islam, wo er nach Hause kam, mit der Decke ihm war kalt und gesagt hat, die Brühe war bei mir. Jetzt, ich habe eine Offenbarung von Allah bekommen und danach hat Khadija gesagt, ja, wahrlich, das ist von Allah. Vorhin haben wir auf einem guten Niveau normal diskutiert, da hattest du auch ein bisschen Wissen, aber jetzt wirst du. Eben Sache, zeigst du wirklich, ich habe dir dann eine Frage gestellt, du hast gesagt, ja. Baraka war Christ. Du hast selber gerade gesagt, dass nicht Baraka Christ war, doch mal, auch Khadija war Christ. Bleiben wir jetzt noch bei der Bibel, ob sie authentisch ist oder nicht, weil wir sind wieder abgedriftet, wir sind jetzt auf einmal bei Khadija gelandet. Ja, ich habe ihr gerade. Das hat mir keiner gesagt, dass Khadija vorher Christin gewesen ist. Das hat mir keiner erzählt. Niemals. Ich weiß nicht, welche Religion sie vorher hatte. Das bin ich ehrlich, ich weiß es nicht. Ich möchte nicht was sagen, weil ich bin hier nicht allwissend. Aber ich weiß, dass der Islam gekommen ist und Khadija, die Frau ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und Baraka ibn Aufe, wie du sagst, das ist auch ein christlicher Gelehrter gewesen seiner Zeit. Er hat selber das Prophetentum von unserem Propheten bestätigt. Eigentlich das, was du als Argument nimmst gegen den Islam, ist ein Beweis für den Islam. Weil, wie Allah im Koran sagt, die Schriftgelehrten, sie kennen den Propheten Mohammed besser, als sie ihre eigenen Söhne kennen. Die Schriftgelehrten, sie sind wissend, sie kennen den Propheten besser, als sie ihre eigenen Söhne kennen. Das ist eigentlich ein Beweis für den Islam und nicht gegen den Islam, verstehst du? Ja, das macht gar keinen Sinn, weil dein Prophet kam mit einem ganz anderen Auftrag. Das habe ich dir schon mehrfach gezeigt. Er hat wirklich nicht. Dein Auftrag war, die Juden und die Christen auch unter anderem aus der arabischen Halbinsel erstens zu vertreiben und zweitens war ihr Blut und ihre Gesundheit erst gesichert, wenn sie die Schahada sagen. Weißt du, was das bedeutet? Aber du musst, du lässt immer so historischen Kontext immer aus. Das ist halt auch nicht so korrekt. Du sagst Kontext. Einfach, ihr Blut Kontext war gesichert. Ist, dass es damals keine Muslime gab. Friedlich gelebt bei unserem Propheten. Deswegen sind ja die Vater Geschichte. Von Mohammed ist ja deswegen noch im Helm. Du darfst nicht immer Sachen rausbücken und dann einfach so stehen lassen. Es gab damals keine Muslime auf der arabischen Halbinsel. Es gab nur Juden und Christen und Götzendiener. Ja. So. Und der Islam hat sich einfach nicht verbreitet, weil das Fake war. Die Leute hatten die Bibel. Ja, aber wo die Muslime an die Macht gekommen sind, auch an die Macht gekommen sind und dazwischendurch hatten die Juden, die sich nicht an Kriegen oder halt normale Leute, die sich nicht an den Kriegen oder an den Kämpfen gegen den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sich mit involviert haben, hat er in Ruhe gelassen. Verstehst du? Hat er in Ruhe gelassen. Da musst du ehrlich sein. Das waren Leute, die haben auch Bündnisse zusammengeschlossen, um gegen die Muslime auszurotten. Stell dir mal vor. Guck mal, stell dir mal vor, einfach alle Länder tun sich zusammen und jetzt greifen die einfach Deutschland an. Verstehst du, wie ich meine? Die haben Bündnisse gebrochen, wo sie auch zum Beispiel den Muslimen versprochen haben, wir werden keine Kriege führen, wir werden euch nicht angreifen und so weiter. Und dann bitte erzähl keine falschen Geschichten,
Wir haben diese falschen Geschichten und diese macht den Islam nicht schön. Du weißt der genau, Islam Christen, ist schön. Ich muss ihn nicht schön machen. Der Islam ist schön. Christen lieben Muslime, aber wir akzeptieren den Islam nicht, weil ich habe dir das eben historisch erklärt. Mohammed wusste, was in der Bibel steht. Er kannte das von Baraka. Ja? Und hätte er der Bibel geglaubt, wäre er Christ geworden. Hat er aber nicht. Aber was für eine Logik hätte denn der Prophet? Er hat den Islam erhalten, so auf eine Art und Weise, wie noch nie ein Prophet mit einem Engel begegnet ist. Er wurde dreimal nicht gewürgt. Nein, nicht gewürgt. Das ist wieder das. Er wurde gewürgt oder gedrückt. Er wurde einfach nur gedrückt. Wenn dir jetzt ein Engel erscheint, erschreckst du dich? Hast du Angst vor diesem Engel? In der Bibel ist noch nie ein Engel einem Propheten erschienen und hat diesen Maria so gedrückt. Maria hat sich auch erschreckt. Maria auch laut Bibel. Maria hat sich auch erschreckt, wo der Geist Engel von der Herrlichkeit und Anwesenheit. Aber sie wurde nicht gedrückt, bis er fast ohnmächtig wurde. Ja, aber in der Bibel steht sogar, der Heilige Geist kam über sie. Wie kam der Heilige Geist über sie? Hatten die Auto Billa Sex? Nein. Im Koran steht selber geschrieben, dass ein Ibn Maria in ihrem Privatbereich eingepustet wurde. Nicht im Privatbereich. Nein, das steht nicht. Im Private Part. Natürlich, da steht Farja. Da steht auf Arabisch Farja. Im Safed, du kannst kein Arabisch, richtig? Ich kann leider kein Arabisch so gut. Also, komm, bitte. Ich kann Arabisch wissen, Leute, aber jetzt nicht so, dass ich mich verständigen könnte. Im Safed, das macht in dem Bereich keinen Sinn mehr dann. Weil da steht Farja. Das heißt Geschlechtsteil für Frauen und für Männer. Nein, glaube ich nicht, nein. Und wenn, dann wird es dafür eine ganz easy Erklärung geben, wenn es so wäre. Aber ich glaube das nicht, weil ich halt leider dich kenne. Die Erklärung bedeutet, dass Farja kein Geschlechtszahl bedeutet, sondern Haribo. Nein, aber ich kenne dich halt von diesen ganzen anderen Sachen. Da hast du auch Sachen behauptet, wo einfach, wenn man danach liest, wenn man nachforscht wirklich, dann ist es halt einfach komplett. Ich kann dir alles beweisen. Ich habe dir immer die Verse gebracht. Wir können jetzt gerne in den Vers hingehen. Ja? Du bringst, und den gemeinsam auf Arabisch. Okay, gut. Wir zeigen es. Du bringst die Verse, aber du verdrehst sie mit deiner Zunge, du verdrehst sie. Das ist das Problem. Mein Freund, ich stehe sogar mit dir in die Tafsire rein. Selbst dann sagst du, die Tafsire lügen. Der ganze Koran ist daif. Der ganze Islam ist daif. Alles ist plötzlich daif. Nein. Nee, weil ihr kommt immer mit daiven Aussagen, da können wir ja nichts dafür. Da müsst ihr auch mein Freund, ihr habt daive Hadithe, was redest du? Ja. Du musst eins wissen, du kannst nicht einfach sagen, ein Hadith kann zwar sahih sein, vom Isnad, aber vom Metten kann er zum Beispiel ganz anders sein. Und es war letztens auch davon. Das verstehen die leider nicht, Bruder. Moment. Schau mal her, Haru, du musst wissen, der Hadith-Wissenschaft ist eine Wissenschaft für sich. Und da kannst du als Laie überhaupt nicht hergehen und sagen, okay, das und das. Deswegen öffnen wir die Tafsire auch. Ja, okay, Haru. Wir lesen, dass Al-Jalalain zum Beispiel was ganz anderes sagt als Ibn Abbas. Wie zum Beispiel in Sure 2. Alif, Lam, Mim. Einer sagt, das weiß niemand. Ibn Abbas gibt dafür drei Möglichkeiten, was das bedeutet. Was denn jetzt? Niemand weiß, was Alif, Lam, Mim bedeutet. Du weißt noch nicht mal, was Yasin bedeutet. Yasin. Was heißt Yasin? Ganz genau, exakt, das bedeutet es. Ja, das sind Wörter, wo wir einfach die Bedeutung nicht kennen. Und jetzt? Allahu alim halt. Ja. Was ist jetzt das Problem dabei? Allahu azzajal hat uns alle Informationen gegeben. Ja, wieso springst du jetzt von einem Thema zum anderen Thema? Was halt zu dem Ich suche gerade den Vers, damit ich ihm zeigen kann, damit wir auf Arabisch lesen, dass da Privatbereich steht. Oder sollen wir was anderes? Kleine Meinungsverschiedenheiten sind ja absolut okay, aber von wem nehmen wir denn dann, wenn alle sich untereinander widersprechen? Also da ist ja dann irgend so ein Fehler, wenn das dann heißt, ja nee, der ist nicht sahih, der ist nicht authentisch genug, der ist nicht dies genug. Ja, von wem nehmen wir denn dann? Was sollen wir denn dann tun? Wir haben ja nur die Schriften. Müssen wir immer fragen, ey, wie kann ich den Vers verstehen? Oder aber ihr müsst nicht die Argumente nehmen. Die Argumente wurden erstens schon tausendmal widerlegt. Zweitens, das sind noch nicht mal Argumente. Drittens, guck mal, lass uns das doch jetzt auf, bring mir die Sure und den Vers. Und dann lesen wir zusammen, auf Deutsch, es gibt eine ungefähre Übersetzung, wir lesen das zusammen, da steht nirgendwo eingehalten. Warum steht das nicht in Deutsch? Du kannst auf Arabisch, das haben wir letztens gesehen. Auf Arabisch. Bubenheim ist Jude. Ich vertraue keinen Bubenheim. Bubenheim ist Zionist, ja. Bubenheim ist Zionist.
Außerdem springen wir. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Darf ich, weil du hast jetzt 8 Fragen gestellt. Darf ich auch mal nur eine einzige? Ich habe keine Frage gestellt. Ich suche. Doch, du hast schon viele, du hast viele Fragen mal gestellt. Adlerblick, ja, Adlerblick, erkläre du mal, weil du bist ja Ex-Muslim, ja? Erkläre du ihnen mal, wie dein Leben kurz da war und wie das jetzt ist und wie du dahin gekommen bist. Ich suche das so lange raus. Ich war ja genau wie ihr. Ne? Besen. Ja, guck, das ist ja das Problem an euch. Das ist ja das Krasse. So, für euch existiert ja kein Ex-Muslim. Ne? Aber wo landen wir denn? Es gibt auch keine Ex-Muslime. Es gibt keine Ex-Muslime. Habibi, das ist doch im Koran. Und das Thema ist das doch. Weil diese Ex-Muslime, wenn man sie fragt, wenn es keine Ex-Muslime gibt, wenn es keine Muslikun gibt, wieso sollen die dann getötet werden? Genau, guck mal, es gibt nicht solche Ex-Muslime wie ihr. Das sind Wenn ich mein Mutter, zum Beispiel wie dieser eine Daniel, wenn man den fragt, wie viel Raka hat das Maghreb-Gebet, der wusste noch nicht, wie viel Raka das Gebet ist doch absolut egal. Das ist nicht egal. Er muss es doch gar nicht wissen, wenn er gar kein Moslem mehr ist. Säulen. Also ich kann sagen, Maghreb, glaube ich, 203 Fars, so wie ich das weiß. 203 Fars oder andersherum. 3 Fars oder 2 Sunna, irgendwie sowas. Aber ist doch scheißegal. Wen interessiert das denn, Junge? Denkst du, ich hab mich doch... Junge, hörst du mir zu? Hallo, hörst du mir zu? Hä, was redet der? Hörst du mir zu? Guck mal, es interessiert doch keinen. Ihr lernt das doch auch auswendig. Oder willst du mir jetzt sagen, dass du das gesamte Gebet in seiner ungefähren deutschen übersetzen mir jetzt die komplette Al-Fatiha, sag mir jetzt, was Supernaker auf Deutsch ist, sag mir jetzt alles, was auf Deutsch ist. Komm, sag mal. Verstehst du das, was du rezitierst? Nein, du verstehst ja nicht mal, was du rezitierst. Das kannst du auch genauso gut vergessen. Das ist ja nur blindes Auswendiglernen, was ihr tut. Mehr tut ihr gar nicht. Ihr seid kein Araber. Ihr wollt unbedingt Arabisch sprechen, weil das müsst ihr im Gebet. Aber ihr versteht das Gebet ja nicht mal. Dann sag mir jetzt, was Supernaker ist. Nein, gib mir jetzt die deutsche Übersetzung vom Supernaker, wenn du ein Muslim bist. Sonst bist du kein Muslim in meinen Augen. Du verstehst ja nicht mal, was du da sagst. Sag mir jetzt, was das Supernaker auf Deutsch ist. Sag mir jetzt, was das Supernaker auf Deutsch ist. Wieso flüchtest du aber? Ich sage dir mal. Du flüchtest doch von meiner Frage. Das machst du 5-mal am Tag. Achui, das machst du doch 5-mal am Tag. Der andere ist auf Pausierung in der Google jetzt gerade. Ihr seid so Katastrophe, seid ihr. Ich war genau wie ihr, Mann. Ja, genau wie wir, okay. Kannst du mal die Recke von das driftet schon wieder in Richtung Kindergarten ab. Bitte haltet doch die Unterhaltung auf eine respektablen Ebene. Ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass das Maghreb 2 Sunna hat und 3 Fars. Da bin ich du mir hast zu ein... Du hast Dur gesagt. Maghreb, Junge, du hast doch Maghreb gefragt. Gib mir den Live-Content aus nachher, damit ich das beweisen kann. Wo habe ich Dur gesagt? Dur hat, glaube ich, 4. Dur hat, glaube ich, 4-2-2. Was möchtest du jetzt von mir? Ich kenne das doch, ja, Junge. Was erzählst du mir hier? Sei doch ruhig. Ich bin Sache. Passt auf, Leute. Egal, Kopf hoch, Bro. Okay, pass auf. Auf Deutsch sagen, Mann. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da rezitiert. Guck mal. Christen bringen jetzt Muslimen bei. Natürlich wissen wir das, Mann. Aber du bist kein Ex-Muslim. Es gibt keine Ex-Muslime, deswegen sollen auch Muslime, die den Islam verlassen, nicht getötet werden. Richtig, pass auf. Lass uns mal ausreden. Das ist kein Ex-Muslim, der soll einfach bitte nicht lügen. Fertig. Lass ihn doch mal ausreden. Pass auf. Sure 21. Auf diegebetszeiten.de, das ist keine Seite von Zionisten. Okay. Vers 91. Du hast gesagt, das steht nicht, dass das Privatbereich ist. Obwohl du kein Arabisch kannst. Yalla. Und auch diejenigen, die ihre Scham unter Schutz stellte, da hauchten wir ihr, Mariam, von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Yeah. Guck mal, du verstehst noch nicht mal diese Verse. Warte mal. Kannst du Arabisch? Nein, warte mal. Hier. Sie war Jungfrau. Leute, ich stumme euch jetzt. Bitte seid mal, guck mal, der macht das wieder weg. Warte doch jetzt. Dieses Wort
heißt Farjaha, Farjaha, Farjaha. Ja, und sie hütete ihr Schambereich. Ja? Was ist das Problem? Maria, war sie Jungfrau oder nicht? War Maria Jungfrau jetzt. Oder nicht? Farjaha, habe ich hier Jungfrau schon eingetippt? Guck mal, Farjaha. War sie Jungfrau oder nicht? Guck mal, Farjaha. Nicht wegrennen, war sie Jungfrau oder nicht? Du hast war sie unberührt? Du hast gesagt, das ist nicht also Privatbereich. Du hast gesagt, gehütet. Das ist nicht... Pass auf. Pass auf. Das erst, der erste Teil, dass sie ihr Schambereich gehütet Translation hat, damit of danach, Translation, Translation hat. Of Farjaha in Englisch. Her Vagina. Her Pussy. Ist Maria Jungfrau gewesen? Her ist Maria Kant. Jungfrau gewesen? Was ist das, ey? Ist Maria Jungfrau? Yalla, ich habe keine Lust, mit Kindern zu reden, ja. Wirklich, ich habe hab keine Lust. Wir sind stolze Muslime. Er wusste nicht, was im Maghrib-Gebet rezitiert wird. Und deswegen, ja, was heißt denn das für Panik auf Deutsch? Weißt du so? Es du musst doch, Harun, was gehen du jetzt, sagst. Harun, wenn gehen ich zu Gott spreche, dann weiß ich ja wohl, was ich sage. Mein Freund, mein Freund. Wir haben erstmal jetzt Punkt gefunden. Wir haben gezeigt, da steht Farja. Und er hat gesagt, Haro, das steht da nicht. Mein Thema, ich muss loskommen. Sag, ja, du warst letztens unehrlich, du hast mich letztens gekickt, obwohl ich im Recht war. Jetzt komm, lass das Thema schnell aufmachen, dann gehe ich wieder. Das klingt übel. Wohin musst du? Die Shisha-Bars machen erst ob 20 Uhr oder nicht? Wohin gehst du jetzt? Alhamdulillah, ich bin kein Shisha. Harut, hast du etwa gelogen? Harut hat gelogen. Harut, war das jetzt eine Lüge? Warst du nie Muslim? Harut. Was denn? Gehen wir jetzt. Wieso hast du jetzt Angst? Komm mal, lass auf den Vers eingehen. Mein Freund, du hast Angst. Ich bin hier, warte, guck mal, ich gehe jetzt, mach ja, okay, du deine mach Dauer. Mach du okay. deine Dauer. Wir flüchten ja, okay. alle. Wir sind alles Flüchtlinge. Ja, wir sind Harun, Flüchtlinge, ne? Ein, warte, warte, hier hast du noch Wasser? Hier hast du noch Wasser? Ja. Hier, Wasser? Wasser ist Sunnah, aber nur im Sitzen. Hier. Nimm das Wasser noch, ich hol dir jetzt Datteln, 7 Stück. Warte. Ashwa-Datteln oder von wo? Sind das die Delit Unur oder sind das die, die von Israel bzw. Palästina? Du bist jetzt aber unpersönlich. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Gefragt, ich habe gefragt, sind das Ashwa-Datteln, sind das Delit Unur? Das sind Ashwa-Datteln. Und zwar hat Mohammed gesagt, man soll jeden Morgen 7 Ashwa-Datteln essen. Dann trifft dich weder Magie noch Zauberei. Aber er war verzaubert. Diabetes. Er war verzaubert und auch Gift. Gift meine ich, Gift. Harut, komm, jetzt gehst jetzt auf das Thema ein oder nicht? Ich muss loskommen. Welches Thema? Ja, das mit der Sonne. In der schlammigen Pfütze. Komm, yalla. Das haben wir doch schon. Das steht im Koran und im Hadith. Okay, und diese Hadith, kannst du mir den Isnad zeigen und den Metten? Yalla, komm. Du willst den Hadith, wo geschrieben steht, ja, dass die Sonne in einer Hamia untergeht? Hamia? Ja, okay, zeig mir mal den Isnad und den Metten dazu, komm. Und die Überlieferer dazu, komm. Reicht dir nicht, dass das Sahih ist? Reicht dir das es nicht? Ist Sahih, nein, 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 nein. Wir warte, brauchen jetzt Frage erst eine wissenschaftliche Studie über die einzelnen Hadith. Der ist Sahih, ja, der ist Sahih vom Isnad. Ja, aber zeig mir mal den Metin und den Überlieferer, der es überliefert hat. Jetzt gebe ich den totalen Knockout, Harut. Sonst ja, legst du mal auf. Du schlägst doch mal gerne mal Bukhari. Er gibt dir einen Knockout, indem er seine eigenen Schriften widerlegt. Nein, ja. Ich widerlege gar nichts. Erstens es das und ich zeige dir, wer die Überlieferung hat und wer den Matin hat. Schlag Sure 1886 auf, dann siehst du, dass Allah das selber sagt. Oh mein Gott. Es ging um den Hadith, oder? Du hast gesagt, du willst die Erklärung dafür. Den Tafsir hat mir letztes Mal aufgeschlagen gehabt. Aber du, hast doch gesagt, du willst die Erklärung dafür. Behaftet, ich sage dir doch gerade, Allah Harut, selber erklärt das, dein Gott. Harut, okay, du beziehst dich auf diesen Hadith da, ne? Mit dieser Hamia da, oder? Schau mal bitte. Ja, Sunan Abu Dawud 4002. Ja, Sunan Abu Dawud 4002. Ich kenne den doch, aber bitte zeig mal den Metin und den Isnad, von wem es überliefert worden ist. Komm, zeig mir die Überlieferungskette. Willst du damit sagen, dass die Überlieferungskette Mursal ist? Die ist Sahih. Jetzt komm nicht mit irgendwelchen arabischen Wörtern, die du gelernt hast. Zeig mir den Metin, wer es überliefert hat. Aber weißt du was, Harut? Schreib mal Sahih al-Bukhari 4802 auf sunnah.com. Leute, guck mal. Bitte, schreib mal Sahih al-Bukhari 4802 auf. Er will sagen, obwohl das Sahih ist, dass dieser Hadith Mursal ist. Das heißt, Mursal bedeutet, wenn die Kette nicht ganz vollständig ist, das bedeutet, dass es dann so, die nicht akzeptiert wird, so halb-halb. Es wird wie ist denn die Kette bei Sunan ibn Majah 1943? Hallo, der ist Sahih. Nein. Schlag doch mal Sahih al-Bukhari 4802 auf, komm. 4802? Ja, auf sunnah.com, okay. Ist auf deiner Lieblingsseite.
finde halt immer ein. Nein, Mama, das ist so, da fehlt eine Kette, da fehlt hier. Oh, du hast mir immer noch die. Pass auf, ich mach auch. Kette und Sinn. Guck mal, das stimmt wirklich. Guck mal, das stimmt wirklich. Es wird über uns gesagt, Leute, hört mal zu. Es wird sogar über uns gesagt, da kannst du den Bruder Sheikh fragen, wir lesen mehr Hadithe als ihr, ja? Ja, aber ja, lesen und verstehen ist mal andere Sache. Das ist eigene Wissenschaft für sich, das wisst ihr selber. Du als so, Mann kannst es überhaupt nicht bewerten. Also, Imam Bukhari. Imam Bukhari 382. Und die lesen mehr die Bibel als ich, glaube ich. Sahih al-Bukhari 482. Ja. Buch 65, Hadith 324. 4802. Aber wissen, wie sie zu Gott sprechen, das wissen sie trotzdem nicht auf ihrer eigenen Sprache, die sie verstehen. Das ist so heftig, Mann. Mein Gott, muss nicht auf Arabisch angefangen werden. Ey. Das ist so heftig. Leute, er guck mal, Sheikh, du hast gerade selber gesagt, er gibt sich jetzt ein Knockout. Er gibt sich nochmal doppelt Knockout jetzt. Okay, erzähl, komm. Ich hab gar nicht Knockout gesagt, aber okay, warum denn? Guck mal jetzt, nein, er widerlegt sich selbst mit seiner eigenen Schrift, hast du doch gerade gesagt, richtig? Ach so, ja, das auf jeden Fall, das ist nicht gut. Das ist nicht so besonders gut. Lies mal vor, Sheikh. Okay. Weil mein Englisch ja so schön ist, lässt du immer mich lesen, ja. Sahih al-Bukhari, 4802, Bruder, nicht so wackeln, sonst. Soll ich das lesen, Bruder? Soll ich das direkt übersetzen? Narrated Abu Dar once, Bruder, nicht wackeln. Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. Als ich eines Tages mit dem Propheten bei der Moschee war, beim Sonnenuntergang. The Prophet said, O Abu Dar, da sagte der Prophet, O Abu Dar, do you know where the sun sets? Weißt du, wo die Sonne untergeht? I replied, also Umar, Allah and this apostle knows best. Allah und sein Apostel wissen's am besten. He said, it goes and prostrates underneath Allah's throne. Also die Sonne, sie geht und wirft sich nieder unter Allahs Thron. And that is Allah's statement. And the sun runs on. Bruder, ich sehe nichts von links. Da, links. Und die Sonne läuft um ihre festgelegte Laufbahn. Fixed course. And the sun runs on its fixed course. Wo läuft denn die Sonne um meine Laufbahn, Mann? Jetzt seien wir mal ehrlich miteinander. Könnt ihr wissenschaftlich jemand von Astrophysik? Hallo, versteht ihr was davon? Hallo. Stellt euch mal vor, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Aber warte mal kurz, er hat da schon recht mit dem, was er sagt. Es geht nicht darum. Genau, und damit wollte ich euch zeigen, dass der Meta nicht ganz richtig ist oder dass der von einer Person so überliefert wird. Also haben wir einen Widerspruch. Wir haben keinen Widerspruch. Mann, was lügst du? Warte. Also einmal läuft die Sonne in einen festgelegten Kurs. Kannst du bitte den Kollegen hochholen? Hallo, kannst du den Kollegen bitte hochholen? Der kennt sich ein bisschen besser aus mit Hadithen. Willst du sagen, dass der besser... Okay, du hast es selber beantwortet. Er hat mehr Ahnung. Kannst du bitte den hochholen, weil das ist gerade ein bisschen... Ja, weil es ist 3 gegen 1, das ist unfair. War das der Kollege, der nicht mal hier sein Gebet erfolgt bringen konnte? Nein, du meinst doch gar nicht. Du meinst wieder Ibn Safed, der gesagt hat, dass... Nein, Abu Zubayr. Ich rede doch gar nicht. Ich rede nur, wenn ich gefragt werde. Abu Zubayr, wo ist denn Abu Zubayr? Ich hab dich sogar gerade korrigiert, verteidigt. Unglaublich, Mann. Ne? Das ist so unfassbar, Alter. Die Sonne hat eine festgelegte Laufbahn, ey, das ist so krank. Abu Zubayr, Gott segne dich. Abu Zubayr, bist du das auf dem Profilbild? Nein, oder? Ja, doch, das bin ich. Alles klar. Also, guck mal, es geht um Folgendes. Im Koran, Sure 18, steht ja geschrieben, dass die Sonne in einer Hamia untergeht. In Sunan Abu Dawud 4002 steht das auch. Und hier in Sahih al-Bukhari 4802 steht geschrieben, dass die Sonne sich unterwirft, also bei Allahs Thron unterwirft, prostrate. Ja? Und das sagt Allah. Und danach, dass die Sonne auf einem fest vorgegebenen Kurs sich dreht um die Sonne. Um die Erde. Aha. Dann. Was denn jetzt? Also geht die Sonne nicht in eine Hamia runter? Die hängt stark. Harut, was verstehst du daran nicht?
Also willst du es nicht verstehen oder verstehst du es nicht? Guck mal, ja, guck Mann, mal. Harut, was ist los mit dir? Hört ihr mich? Sag die Kause mal, der ist Sahih, ja, und ist nah auf dem Metten, ist der. Ich Ja, hab doch aber du teilweise, hängst ein zeig doch bisschen, die also bestimmt hackt. Überlieferungskette. Schau, du kannst mir noch Ja. die Überlieferungskette zeigen. Wieso flüchtest du? Wenn du keine Ahnung von Hadith geschafft hast, dann red erst nicht. Bruder, was für Ja, Bruder, alles gut. Flüchten? Ihr macht aus Ich uns gebe den Flüchten. anderen Hadith, der Flüchten, genau Flüchten, eins zu Flüchten. eins Wieso damit ist dieser aufgefasst. Begriff in eurem Verständnis so krass eingeprägt? Hol mal Uncle Dauer hoch. Lass doch, Chip, es sind mal, genug Leute drin, man sonst. Flüchten, Flüchten. Wir das ist TikTok. Wir sind genug Leute, Mann. Hol Uncle Dauer hoch. Bruder, ich hab Schilder. Zeig mir die Überlieferungskette. Komm, wir holen wer das alle so hoch. überliefert hat mit dem. Bruder, wenn alle hochkommen, dann gibt's komplette Durcheinander und keiner kann mehr gehen. Boah, Alle genau, ich gehen dann runter. Boah, Ich gehe dann jawohl! runter. Das sind zu viele Leute, ich gehe runter, okay? Hab Gottes Segen, man ja, hört sich vielleicht ich später. Ich gehe mal das runter. ist richtig fit, aber was wir machen. Gottes Segen. Was? Also. Ja, bitte. Ey, Schon das geht wieder. echt gar nicht, ne? Ich hasse dieses rassistische. Ja, aber hier ist gerade jemand hochgekommen, der hat was zu mir gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du das wiederholen? Ja, Ich okay. hasse dieses rassistische, ne? Ey, Bruder, ich muss dir alles sagen, ehrlich. Das ist so durcheinander. Jawed, Jawed, wieso beleidigst du den als schwarzen Hund? Du weißt doch, schwarze Hunde sind doch Edwards, Shaitan. ne? Schwarze Hunde sind doch Shaitan. Bei euch sind Türken, rotnäsige und flachnäsige Menschen mit eingedrücktem Gesicht wie mit Hämmern geschlagen oder so. Jeder hat ja. Was labert der? Leute, ich habe noch 15 Minuten. Und zwar. So, Leute, ich habe noch 15 Minuten. Und zwar ist jetzt folgende Frage aufgetaucht, weil er wollte. Hier dieser. Wie sollen wir dich nennen? Sag mal deinen Namen, Abdul. Du weißt, wie ich mich nennen kannst. Nimm mir einmal Flagge, ist okay. Aber ja, kann man. Jetzt die Überlieferungskette. Abdul, Abdul, warte, Abdul, raus. Abdul. Sunan Abi Dawud 4002 Abdul. Steht geschrieben, dass die Sonne in einer Hamia ja. runtergeht. In Sure 18 steht das genauso. Warm Wasser. Ja. Jetzt hast du gesagt, ja, nicht. ja, ja. Schau, Harut, wieso lügst du jetzt, Harut? Du warte hast sogar doch. es letztens in Google Übersetzer eingegeben. Du hast dir selber einen Knockout doch. gegeben. Wieso lügst du jetzt? Mein Freund, du weißt wir haben, ganz genau, dass wir haben gesehen, da stand Hamia, Hamia. So viel Arabisch kann ich. Ich kann ja. dir auch Farbe anzeigen. Dein Kollege Ibn Safet hat gesagt, da steht nicht Geschlechtszeit. Ich habe ihm gesagt, dass da Farja steht. Farja hat es heute. Bleib doch bei einem Thema. Warte doch. Eintauchen ins warte doch. Warte doch. Farja bedeutet Geschlechtsteil von einer Frau. Schaut, wie er flüchtet. Bleib doch bei einem Thema. Du hast doch vorhin gesagt, du bist ein Affe, der von einem Thema. Und danach, warte. Und danach bist du mit dem Thema gekommen, das, weil du gleich gehen musst. Ja, ich habe dir, hab dir gesagt, ich muss los. Zu dem Thema kann ich noch ja, gerne was sagen. Ich weiß, ich. Du musst los, okay, du musst tanken. Ihr fährt aber zu schnell, habe ich euch öfters gesagt. Ist okay. Dann hast du gesagt, ja, ihr habt ja alle Lamborghinis, Ferraris. Ich habe nur einen BMW. Pass auf, dann hast du gesagt, das mit der Sonne ist ein Thema jetzt. Ich muss jetzt gehen. Richtig? Ja, komm. Dann hast ja, du gesagt. Ich wollte dich schnell widerlegen, ja? Sunan Abi Dawud 4002. Ja, hast du gesagt, okay, dass das Sahih ist und authentisch, richtig? Ja, aber was habe ich noch gesagt? Dass wir uns einen was anderen Hadith anschauen. Dass wir uns Nein, einen anderen Hadith. Schau, du bist unehrlich. Was habe ich dir gesagt? Der ist Sahih vom Isnad, ja, aber von. Ach so, ja, gut. Genau. Oder sagen wir mal, er ist Mursal. Ist doch nicht schlimm. Was willst du uns jetzt damit sagen? Dass ein Hadith ich was hab anderes dir gesagt, sagt? Nein, ich wollte einfach nur zeigen, dass dieser Wortlaut nur von einer Person überliefert worden ist und dass sein Format nicht so korrekt ist. Okay, danke schön. Uncle Dauer, was willst du dazu sagen, dass ein Hadith so sagt und der andere Hadith was anderes? Du warst ja dabei, ne? Also es ist ja einmal ein Koranvers und einmal ein Hadith, also nicht zwei Hadith. Genau. Es sind zwei Hadithe. Okay, nehmen den einen, also ich habe Sunan Abi Dawud, nehmen den anderen. Ja, Imam Bukhari 4802. Oder ja, 3802. Ganz kurz. 4802. Bukhari? 4802. Ja. Okay, schauen wir uns mal den hier an. Leute, das andere war schon Abu Dawud 4002, ne? Ja. Ja, aber schau, der eine sagt ja so, also der eine, dieser von Bukhari, sagt, dass die Sonne
vom Arabisch kann ich jetzt mal sagen, Rudeba Shamsa, Fakale, ja, aber, eine, Darub Shams, Kalallah, Rasulallah, Alam, Kale, Fainha, Tawhab, hat, Arsch. Ja, also der eine von Sunan Abi Dawud ist, wie der Bruder schon gesagt hat, vom Isnad her Sahih, aber er wird nur einmal überliefert in dieser Überlieferungskette. Genau, dankeschön. Ja, also, der andere Hadith von Bukhari sagt aber auch was ganz anderes. Der Hadith von Bukhari sagt im Sinne von, weil der Thron, Al-Arsch von Allah subhanahu wa ta'ala ist über den sieben Himmeln und die Sonne ist ja im ersten Himmel. Also ist, wie kann man das erklären, das ist wirklich jetzt... Was heißt Ruhe als Shams? Ruhe ist eigentlich nicht nur ein Sonnenuntergang, das heißt auch Richtung eigentlich, das ist die westliche Richtung. Okay, das heißt, es kommt von Maghreb, das kommt vom Wort Maghreb, westliche Richtung. Okay, das heißt, die Sonne, die Sonne dreht sich um die Erde rum? Nein. Die Sonne hat ja auch einen eigenen Orbit. Die Sonne dreht sich in der Milchstraße, in ihren eigenen Orbit. Und die unterwerft sich Allahs Thron, richtig? Alles unterwirft sich Allahs Thron, weil alles unter Allahs Thron ist. Die sieben Himmel sind unter Allahs Thron. Ja. Und die Sonne und unsere Milchstraße ist im ersten Himmel. Okay, alles klar. Das bedeutet, hier wird gar nicht gesagt, wo sie genau untergeht, richtig? Weil die Frage ist, weißt du, wo die Sonne untergeht? Nur untergeht. Wo ist die Stelle auf Arabisch? Ich verstehe die Frage, Abu Dhar. Ja, die Frage, warte, ich gehe nochmal zurück zu Bukhari, weil ich bin gerade bei Dings da. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, faqala, ya Abu Dhar, tadri eine Tagrib al-Shams, weißt du, wo die Sonne... wie gesagt, kann man nicht ganz sagen, weil Tagrib heißt nicht nur untergeht. Das Wort Tagrib kommt vom arabischen Wort Maghrib und Maghrib ist eigentlich eine Richtung, was die westliche Richtung ist. Aber egal. Das ist echt. Dass Arabisch kompliziert ist, weil anscheinend macht das ja alles keinen Sinn. Nein, ist nicht kompliziert. Schau, natürlich, man muss wissen, also die Hadith-Wissenschaftler, die Imame und so, die wissen, wann das Wort für was gebraucht wird. Ich müsste jetzt mal den Scharh oder den Fatah von diesem Hadith sehen, damit ich weiß, was hier mit Maghrib gemeint ist. Ist damit gemeint, wo die Sonne untergeht oder ist damit die Richtung gemeint, in der die Sonne wandert, also im Orbit ist. Aber auf jeden Fall sagt dann der Gefährte des Propheten, قلت الله ورسوله أعلم قال فإنما تذهب حتى تجزد تحت العرش. تجزد تحت العرش ist eigentlich niederwerfen unter dem Thron Allahs. Okay. Welcher قوله تعالى والشمس seine PDF. Ja, mein Freund, das ist auf Deutsch festlegen. Willst du die haben? Also so lernt man den Islam heutzutage, oder was? Ja, wie lernst du denn den Islam? In TikTok-Lives mit Hamdi, oder was? Pass auf. Nein, du kaufst die Bücher und lernst es und ja. Ja, aber sind die Bücher denn nicht 1:1 auch so im Internet zu finden? Kann ich nicht Texte 1:1 ins Internet implementieren? Ja, guck mal, er will uns sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt den Islam studiere an der Al-Azhar-Universität und mir so eine Datei mache, dann bin ich kein Imam, darf ich kein Imam werden, will er damit uns sagen. Hast du nicht studiert, Harut? Ja, guck mal hier. Und zwar hier ist die Frage ganz klar beantwortet. Ich bin Hobby-Imam auf TikTok. Pass auf. Okay, ganz gut, ganz gut. Kannst du mal Arabisch lesen? Ankel Dawa, Habibi, was steht hier? Steht hier Hamia oder nicht? Hamia. Ja, Hamia. Dawa, der will sich checken. Die Frage genau beantwortet, wo sie untergeht. Ja, ganz kurz. Nochmal. Du basierst diesen Hadith die ganze Zeit auf dem Vers auf Surat al-Kahf. Erstens, in Surat al-Kahf steht hier, warte, welcher Vers war das nochmal? In Surat al-Kahf? Da steht Wajada, ich weiß schon, ich hab's letztes Mal schon gesagt, da willst du nicht einfach nicht verstehen. Wajadaha. Das ist von seiner Perspektive her, ist sie im Horizont untergegangen. Harut, ich hab's dir letztes Mal erklärt, du hast sogar letztens in Google Übersetzer eingegeben, da kam sogar raus, er fand es so vor. Ja, und nochmal, der Hadith hier in Sunan Abi Dawud ist nur sahih vom Isnad her. Aber Abdul, hör zu, guck mal, wir haben letztens mit Ankel Dawa über diesen einen Hadith gesprochen, wo drin stand, dass dieser Christ den Islam angenommen hat und er sagte, embrace bedeutet verteilen. Also verbreiten. Ich hab nur den Englischen gelesen. Nicht verteilen. Ich hab gesagt verbreiten. Ich hab, Bruder, aber ist kein Problem. Bruder, Entschuldigung dafür. Ich hab mich erstmal richtig blöd gefühlt. Ja, ganz kurz, ist kein Problem. Ich gebe von mir selber aus zu, vielleicht habe ich es falsch übersetzt, weil ich habe den Arabischen gelesen, im Arabischen stand für Aslama.
Verslama wurde ins Englische falsch übersetzt. Verslama heißt, dass er konvertiert ist, aber embraced ist anscheinend ein zweites Wort für konvertiert. Okay, okay, ich nicht. Okay. Gebe ich sogar ehrlich gesagt zu. Okay, mein tunesischer Bruder, lass uns jetzt bitte ganz kurz, Abdul mit der schwarzen Flagge. Was heißt dieses Wort? Yeah. Bitte sag nicht, Onkel Dauer. Wajadaha. Wajadaha heißt eigentlich viel. Du solltest es nicht sagen. Aber wir haben es doch hart gesagt. Wir haben es doch, du hast doch selber letztens Google-Übersetzer eingegeben. Aber Harut, ich habe es ja gesagt, nicht er. Ja, aber ich habe es mal. Ich hab's richtig, aber gesagt. Ich wollte wissen, ob er Arabisch kann und er weiß es nicht und wir haben Harut, das gegoogelt. Ich muss nicht in die Tastatur schauen, nicht, um das Wort lesen zu können, Harut. Guck mal, ich muss nicht in die Tastatur schauen. Guck mal, das heißt, er fand, Ja, aber um wen geht es denn? Er empfand. Um wen geht es denn? Hart ist Wajaha, da bedeutet keine Empfindung. Es bedeutet, er fand. Aber um wen geht es? Du checkst es nicht oder willst du es nicht verstehen? Ja, aber nochmal. Schau. Du kannst, das ist pure Arabisch. Ganz kurz. Schau, wir lesen den Vers sogar ganz gemeinsam, Harut. Hatta iva balag al maghrib li shamsi wajadaha tarab fi aynin hamimin. Zuerst das arabische Wort ein. Harut hat mehr als drei Bedeutungen. Ein kann auch Auge heißen oder eben Bach heißen oder Aber Bruder, was heißt Wajahada? Es steht hier nicht Empfindung. Aber ist doch egal. Das heißt doch so, er fand es zuvor. Wieso flüchtest du es? Vorfinden, Empfinden, ja, ganz gut. Könnt ihr mal diese Wörter wie flüchten unterlassen? Das ist mal ganz nervig. Wir haben alle zwei gesagt, das heißt, Wajahada, also fand er. Aber fand er von seiner Perspektive, er hat gesehen, ja, dass Empfinden, also von seiner Perspektive aus. Das ist doch das Entscheidende. Wieso beharrst du unbedingt auf dem Wort? Ich verstehe es nicht. Harut, darf ich mal ganz kurz bitte, guck mal, erstmal, Harut, in diesem Vers, was du da gerade sagst, ist erstens, dass er das so vorfand. Zweitens, du nimmst gerade einen Vers, was gar du vergleichst Äpfel mit Birnen, Bruder. Eben Zaffet. Und dann kommst du, warte ganz kurz, das ist aufgeben. Danach kannst du, wie das übersetzt unbedingt auf dem danach kannst willst du sagen, willst du sagen, dass Bubenheim Zionist ist? Hier steht geschrieben, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand Wajahada. Er fand, dass sie in einer Hamia untergeht. Was? Okay, kein Problem. Nochmal. Harut, ich gebe dir sogar was ein heißt das hier? Onkel Dauer, Harut, was heißt Harut. Das bitte? Hamiye, das hat viele Bedeutungen. Wie gesagt, genau wie ein davor, ein heißt auch im Koran steht dasselbe wie in Sunan Abu Dawud 4002 und diese zwei denken können Arabisch. Aber hör mir ganz kurz zu. Schau. Weil das wenn ich, wahrscheinlich türkisch. Damit ist erstens die Perspektive gemeint. Das ist mal das Erste, was wir beachten müssen. Wenn ich an einem Maisfeld bin, dann kann ich auch sagen, also ich habe sie gefunden, dass sie in einem Maisfeld untergeht, weil es von meiner Sicht, ich habe es gefunden, dass von meiner Sicht im Maisfeld untergeht, aber sie geht ja nicht im Maisfeld unter, sie geht weiter im Westen unter. Die Leute sagen, man hört mich nicht. Man hört mich. Fertig. Aber die Leute unten kommt dann sagen, man hört mich nicht. Bruder, dann rede ich mal weiter ganz kurz. Ja, ganz kurz, wieso fragt die einer, wieso geht die Sonne unter? Hä, die Sonne geht hier unter. Das heißt ja nicht umsonst Sonnenuntergang. Da kommt ja die Nacht. Onkel Dauer, Bruderherz. Die Sonne geht. Achi, ganz kurz, nur eine Sekunde. Guck mal, das mit dem Vers wurde schon tausendmal erklärt, dass er so vorfand. Erstens das. Zweitens, bei mir ist letztens auch die Sonne im Garten untergegangen, die ist aber nicht wortwörtlich runtergegangen. Erstens das. Zweitens, lies doch mal in deiner Bibel Joshua 4,1. Da steht drin. Jetzt kommt er schon wieder mit der Bibel. Aber warte mal. Das ist genau das, was du bei uns kritisierst. Guck mal, in der Bibel, Joshua 4,1. Guck mal, hier wurde selber von deinem Gelehrten wird gesagt, ja. Er kam und er erreichte den Sonnenuntergang, wo der Platz war, wo der Sonnenuntergang, er fand diesen Ort, Sonne untergeht und er fand sie. Ich fand gestern auch, dass die Sonne unterging in meinem Nachbarshaus. Muhammad hat den Ort des Sonnenuntergangs gefunden in einem Hamia. Hier steht doch. Harut, was ist der deutsche Begriff für den Ort, wo die Sonne untergeht? Der deutsche Begriff. Leute. Nein, Harut, bitte beantworte die Frage. Was ist der deutsche Begriff? Onkel Dauer, die Sonne geht nie unter.
Die Sonne ist ja, immer da. Schön, aber deswegen steht da, fand sie vor. Bitte, ach, ganz kurz. Aber Haru, genau du deswegen, in eurer ganz Bibel. Kurz, ach, bitte, ach, ganz kurz. Genau deswegen frage ich dich. Schau, da hat sogar einer in den Kommentaren beantwortet. Was ist das deutsche Wort für das englische Wort, wo die Sonne untergeht? Der Ort, wo die Sonne untergeht. Wie nennt man das auf Deutsch? Wo siehst du, dass die Sonne untergeht? Mein Freund, willst du uns sagen... Horizont. Ich beantworte dich. Der das heißt Horizont. Warte, willst du uns sagen, dass der Horizont. Willst du uns sagen, dass der Horizont im Koran bekannt ist? Ist die Erde nicht flach? Nein, 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 aber ich kann dir laut Bibel Offenbarung 2 ist die Erde 4. Ganz gut, ganz gut. Ich beantworte das, kein Problem. Schau. Yeah, okay. Erstens, der klare Beweis, dass die Erde im Koran nicht flach ist, ist, dass Allah gesagt hat, Wahoo Yukawir. Yukawir kommt vom Wort Kura, was Kugel heißt. Damit ist schon mal bestätigt, dass die Erde ihre Form eine Kugelform ist. Und im Tafsir steht sogar, nicht perfekt eine Kugel, sondern kugelförmig wie das Ei eines Straußes. Das ist mal das Erste. Und das stimmt auch, die Erde ist keine richtige Kugel, die Erde sieht wirklich aus, man nennt das Ellipsoid, beziehungsweise Geoid. Ganz kurz. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Zweitens, die Sonne im Arabischen, wo sie untergeht, der Ort, wo sie untergeht, die Richtung heißt Al-Maghrib. Deswegen wird die arabische Welt in Scharq und Maghrib untergeteilt. Das westlichste arabische Land ist Marokko. Geht aber die Sonne nur in Marokko unter, obwohl Marokko Maghrib heißt? Gutes Beispiel, Bruder, ja, sehr gut. Oder geht die Sonne nur in Saudi-Arabien auf, weil Saudi-Arabien im Scharq liegt? Oh Gott. Ganz einfache Frage. Ja, und dazu kommt es immer noch, wie gesagt, das Argument findest du in deiner Bibel, Joshua 4,1. Aber da steht es wortwörtlich, dass die Sonne wirklich mehr richtig untergeht. Pass auf, pass auf. Wir zeigen euch Hadithe, wir lesen den Tafsir. Hallo. Und ihr kommt immer mit euren eigenen Interpretationen. Dass Moses unter dem Meer ist, ist metaphorisch. Kräftiger Jadut und Majut ist metaphorisch. Alles ist metaphorisch. Nein, wir bringen euch gerade 1000 Argumente. 10 Sekunden, ganz kurz, Bruder, bitte 10 Sekunden. Harut, erstens, Surat Ali Imran, Vers 7. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Sehr gut, Bruder. Was ist متشابهات? Mehrdeutig. Genau, mehrdeutige Verse. Es gibt eindeutige Verse, Muhkamat. Bruder, du musst erstmal Harut nicht böse machen. Du musst erstmal die Grundlage. Im Safet. Willst du uns sagen, dass dieser Hadith, von dem ich gerade gesprochen habe, ja? Dass also, Mose, welche, weil du hast drei angeführt. Dass Mose unter Wasser angesprochen wird und er wird begrüßt mit Salamu Alaikum und sagt: Boah, was ist das für ein Gruß? Hey, willst du uns sagen, dass das mit der Kurve unter Wasser? Aber ich meine, dass du kein Aufhören bist, dass du von Thema zu Thema springst. Es geht um Metaphorik. Willst du sagen, dass die Himmelsfahrtreise mit Al-Burak metaphorisch ist? Nein, wir glauben wörtlich dran. Willst du sagen, dass als Moses sich ausgezogen hat, um ein Bad zu nehmen und dass die Anziehsachen auf dem Stein war, als der Stein abgehauen ist, dass das metaphorisch ist? Nein, wir glauben daran. Es gibt auch verbogene Dinge. Wie sagst du dann, dass dein Prophet zu einer Stelle gegangen ist und es wurde zweimal gefragt, wo der Sonne untergegangen ist? Ganz kurz, Achi. Weil das Hauptthema ist. Ich komme gerade zum Thema. Achi, bitte, ganz kurz. Harut, habe ich metaphorisch oder mehrdeutig gesagt? Was bedeutet denn mehrdeutig? Mehrdeutig, das kann mehrere Bedeutungen haben. Das sind Verse, die du immer zitierst, Bruder. Achi, bitte, ja? Achi, ganz kurz. Wie ich dir schon gesagt habe, das Wort Ain im Arabisch heißt nicht nur eine Quelle, heißt nicht nur ein Gebeche, das heißt auch Auge im Arabischen. Ain. Deswegen habe ich gesagt, was heißt Ain Hamia? Habe ich dir gerade gesagt, das ist eine Quelle, wo das Wasser dort. Und dann habe ich dir gesagt, warte. Dann habe ich dir nochmal gesagt, ich habe dir das Beispiel gegeben. Die arabische Welt wird in Schar und in Maghrib unterteilt. Im Scharq heißt da, wo die Sonne aufgeht, und Maghrib heißt da, wo die Sonne untergeht. Dann habe ich dich gefragt, geht die Sonne nur wortwörtlich in Saudi-Arabien auf und geht sie nur wortwörtlich in Marokko unter? Hab ich keine Antwort bekommen. Leute, okay. Guck mal, wir zeigen euch alles anhand euren Schriften und ihr widerspricht allem. Allem. Jalalain hat das gesagt. Du bist ein Laien. Ibn Abbas hat das gesagt. Guck mal,
Jalalain hat das gesagt. Du hast den Tafsir von Jalalain auf Ibn Kathir hat das gesagt. Überlass den mir. Harun, okay, Tawhid hatte schon gestern gesagt, dass der Tafsir von Jalalain Fehler hat. Der beste und klasse Tafsir ist At-Tabari. Ibn Kathir ist der klasse und der beste Tafsir für die, die Arabisch perfekt beherrschen. Für die ist Ibn Kathir der beste Tafsir. Dann kommt At-Tabari, dann kommt Ibn Abbas, dann Ibn Mas'ud. Und etwas weiter unten spät, da kommt dann irgendwann Al-Jalalain. Jalalain ist dafür bekannt, ja, von Ulama, wie zugestimmt, dass sein Tafsir fehlerhaft ist. Das ist mal das Erste. Zweitens, du sagst, du bringst immer Ahadith und so. Gestern hast du ebenfalls einen Hadith gebracht und ich habe dir gesagt, wir müssen uns den Scharh und den Fatah von dem Hadith anschauen, damit du weißt, was mit dem Hadith gemeint ist oder die Aussage. Den Hadith mit dem Christen hast du gebracht und du hast gesagt, ja, wo steht hier eindeutig, dass er gelogen hat und deswegen also müssen die Erden dreimal ausgespuckt haben. Okay. Ganz kurz, nein, ganz kurz, lass mich aussprechen. Ich habe dir gesagt, das steht im Scharh und im Fatah, die Erklärung vom Hadith. Und ich kann dir alle hier einblenden. Gestern hast du auch den Hadith von Sunan Abi Dawud gebracht. Dieser Al-Hassan-Hadith, nicht, der ist nicht mal sahih. Und ich habe dir dann gesagt, ich suche für dich den Scharh raus. Ganz kurz. Ich habe gesagt, ich suche für dich den Scharh raus. Habe den Scharh rausgesucht. Was steht da drinnen? Dass dieser Hadith da'if ist. Er ist zwar gesund, aber da'if. Da sagt der Scharh über den Hadith und die Erklärung des Hadiths steht hier ebenfalls. Und hier wird auch erklärt, warum dieser Hadith da'if ist, dass Muhammad a.s. seine Hand auf die Tora gelegt hat. Das ist das Erste. Wir können jetzt gerne gemeinsam den Scharh von diesen zwei Hadithen anschauen, die du gebracht hast. Von Sunan Abi Dawud 4002 und von Bukhari 4802. Können wir uns gerne anschauen. Ich habe noch 5 Minuten. Können wir gerne heute Abend machen? Pass auf, ja, was ich dir damit sagen will. Ich habe jetzt mal eine ernsthafte Frage. Kann ich die kurz sprechen? Du hast gerade selber gesagt, guck mal, der schreibt Knockout. Pass auf, du hast gerade selber gesagt, dass Al-Jalalain weit nach unten kommt. Das heißt, alle Schriftgelehrten sind Menschen und können Fehler machen, richtig? Natürlich können die Fehler machen, hä? Ja, ne. Ja, was? Wo ist jetzt das Problem? Einer erklärt so. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, alle haben in dieser Meinung dasselbe, richtig? Okay. Wie zum Beispiel bei Alif Lam Mim. Keiner kann das erklären. Jalalain sagt, nur Allah weiß es. Und Ibn Abbas sagt aber 3 Bedeutungen. Einmal heißt Alif so, einmal so, einmal so. Ganz kurz, Achim. Ja. Das habe ich dir schon gestern im Live von Mensa, wie heißt er? Ich sage, ich bin auch ein Mensch, ich kann auch Fehler machen, aber ich sage dir, ich erkenne dort, ja, und auch mit der arabischen Sprache, mit den Tafsir, die ich lese, und mit 2 Hadithen. Du kannst kein Arabisch. Bruder, ganz kurz. Guck mal, ich kann besser Arabisch als du. Haben wir letztens gesehen, ich habe die Aufnahme du kannst noch nicht mal Hamia lesen. Du kannst noch nicht mal die Buchstaben. Ganz kurz, bitte. Harut, letztens hast du einen Vers gebracht und ich habe, Alhamdulillah, jemand hat eine Aufnahme gemacht, Alhamdulillah. Du hast einen Vers gebracht und hast gesagt, und ich habe die ganze Zeit gesagt, schauen wir uns gemeinsam die Tafsir an. Du hast gesagt, bring Tafsir Ibn Kathir oder At-Tabari. Ich habe gebracht, Tafsir Ibn Kathir oder At-Tabari haben dich widerlegt, auf einmal bist du zu Tafsir Jalalain rübergegangen und ich habe dir gesagt, den du, den du aus dieser Webseite öffnest, ist nicht mal vollständig, weil der ganze 3 Seiten fehlen vom Tafsir zu dieser. Mein Freund, das will ich dir ja gerade sagen. Einer sagt so. Hadith wird nicht übersetzt, noch nicht mal auf Englisch übersetzt. Dann gehst du in einen anderen Hadith rein, der wird sogar falsch auf Englisch übersetzt. Harut, das haben wir gelernt. Ganz kurz, bitte, Ikhwan. Ali Youssef, auf Englisch. Ali Youssef übersetzt ganz anders als zum Beispiel. Harut. Jeder sagt, Leute, hört mal zu. Harut, warum denkst du, gibt es überhaupt Jumhur al-Ulama? Jumhur al-Ulama. Frag du dich, warum das das gibt. Warum nicht ein Gelehrter reicht? Warum nicht 2 reichen? Warum nicht 3? Warum es Jurs gibt? Warum es Knossen Martin gibt? Warum es nochmal die Char gibt? Weil keiner das versteht. Genau, darauf wollte ich hinaus. Muss man erst ein intensives Islamstudium belegen, damit man überhaupt ein bisschen Islam versteht, oder? Adlerblick, nochmal. Ich kann es dir gerne sagen. Allah sagt im Koran, wir haben den Koran in klare arabische Sprache herabgesandt. Was sagen die Ulema über den Tafsir von Ibn Kathir? Sie haben gesagt, vom Arabischen her ist der Tafsir von Ibn Kathir der beste Tafsir, wenn man Arabisch vollkommen beherrscht. Wenn man Arabisch nicht vollkommen beherrscht, das heißt nicht die komplette Grammatik, nicht die komplette Rechtschreibung, nicht komplette Wortlaut und so weiter und so fort, dann schaut man sich Tafsir At-Tabari an, weil At-Tabari auch in klarer arabischer Sprache ist, aber nicht so gut wie von Ibn Kathir. Dann habe ich dir gesagt, dann ist der bessere Tafsir Ibn Mas'ud, Ibn Abbas und so weiter und so fort. Nicht Arabisch sprechen, lass mich aussprechen. Das Krasse ist, At-Tabari war sogar Iraner, also Perser. Hä? Weiter.
Diese Zusammenhänge verstehe ich halt nicht. Das ist dieses. Einer und? Bukhari war auch kein Araber, trotzdem hatte die. Ja, kann kein Engländer nach Deutschland kommt und besser die deutsche Sprache kennen als du. Ja, ich habe schon ein Argument. Engländer zum Beispiel nach Deutschland kommen und besser Deutsch sprechen als ein Deutscher. Dein Argument hat gerade keinen Sinn gemacht. Warte, dein Argument hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Als die Araber in Nordafrika gekommen sind, die Nordafriker haben Punisch und Tamazight gesprochen. Wo sind die zwei ältesten, die drei ältesten Universitäten der Welt? Die eine ist in Tunesien, die andere in Marokko, die andere in Ägypten, Al-Azhar. Alle drei sind arabische Universitäten und die meisten Araber gehen in diese Länder, um dort Islam zu studieren und Arabisch zu studieren. Obwohl es nicht mal richtige arabische Länder sind. Kein Problem. Pass auf, wir nehmen uns nachher Zeit. Und zwar wollten wir uns einen Hadith anschauen. Gerne. Ja? Im Koran steht die Erschaffung der Erde. Ich muss jetzt arbeiten. Ja, eben, diesen Tabs. Okay, aber Harun, hol uns später bitte wieder hoch, okay? Ich meine ganz kurz. Aber nochmal, schau, Harun, wir haben uns ausgemacht, einmal diesen Hadith wo, mit der Tora und einmal den Hadith, wo du gesagt hast, dass die Himmel und Erde angeblich in 7 Tagen. Ich habe mir das ja alles aufgeschrieben, was du gestern gesagt hast. Ja, genau. Eben, das können wir gerne machen. Ich habe für alle einen Scharach und einen Fatah aufgemacht, dann können wir den Hadith gerne erklären, anhand nur Quellen. Ich werde weder etwas von mir selber interpretieren oder sonst was. Ich habe nur Quellen vorbereitet. Sehr gut. Ich kann es hier sogar einblenden, warte. Da, zu diesem einen Hadith mit der Tora habe ich schon alles vorbereitet. Ich habe alles liniert, was du wissen musst. Ich habe alles eingekasselt, was du wissen musst zu diesem Hadith. Du kannst ihn auch gerne übersetzen. Ich schicke dir das Bild, wenn du willst, auf Telegram oder Insta, was auch immer du hast. Kann ich das Bild schicken, dann kannst du es kopieren, gehst in Google übersetzen und genau sagen, was ich dir sage. Kein Problem. Wir haben den Vers, wo die Erde, wo der Schöpfungsplan in 6 Tagen im Koran entschaffen wurde. Dann lesen wir den Tafsir und danach lesen wir den Hadith. Kein Problem. Wo ist der Hadith von einem Muslim, hast du gesagt, ja? Genau. Warte, damit ich den auch finde, wo habe ich mir den aufgeschrieben? Also im Prinzip sind das 2 Koranverse, weil es steht an 2 Stellen geschrieben. Die Schöpfungsgeschichte steht im Koran an 2 Versuchen. Nicht an 2 Stellen, an sehr vielen Stellen. An sehr vielen Stellen sogar. Ja. Harun, machst du neben deiner Arbeit, machst du dir echt die Arbeit und suchst dann so einzelne Sachen raus und so und versuchst sie dann so quasi in den Debatten dann halt eben auch hervorzubringen. Machst du das wirklich noch so parallel zu deiner Arbeit, die du normal nachgehst? Plus noch Familie habe ich, genau. Ich bin. Nee. Kommt mir ganz nach Amir. Ich bin Hobby-Imam. Hobby-Imam, ne, TikTok-Träger. TikTok-Imam, ne? Ja. Ich will nur kurz sagen, Harut, aber diesmal hast du wenigstens Leute ab und zu auch aussprechen lassen. Das fand ich wenigstens respektvoll von dir, muss ich ehrlich sagen. Weil manchmal, bei manchen Leuten kann man gar nicht reden, weißt du? Wie zum Beispiel gestern bei Marc mit Hamdi, da war das ganz klar, wo es einfach drunter und drüber ging. Das ist wenigstens, so können wir öfters sprechen und das ist dann auch kein Problem. Ihr seid von eurer Sache überzeugt, wir von unserer Sache. Und man sieht ja dann mit Beweisen, mit Quellen, aber die Quellen dreht ja leider oft um, aber dann sieht man ja, wer die Wahrheit hat. Mein Freund, wir drehen keine Quellen um, wir lesen aus diesen Quellen, ja. Und es ist nun mal ganz klar, weil wir wissen beide ganz genau, dass die Scheichs, die islamisch Gelehrten, ganz klar auch alle selber zugeben, dass wir nicht denselben Gott haben, dass Allah nicht derselbe Gott ist wie Yahweh. Habe ich dir auch letztes Mal zugegeben. Ich habe dir das auch eingeblendet, dass ich dazu eine Thematik gemacht habe. Genau, deswegen. Das ist schon mal eindeutig. Deswegen, wir haben einen anderen Gott, der Mensch wurde und dann wieder zurückgegangen ist. Er war 33 Jahre Mensch, ist dann wieder zurück auf seinen Platz. Ja, aber Alter, das mein Gott verändert sich nicht. Das ist das Problem. Bei uns hat er sich verändert. Er hat sich nicht verändert. Er wurde Mensch und ist wieder zurück. Gott kann sich nicht verändern. Ganz kurz, Ibn Safad, ich glaube, ich weiß, welchen Vers er meint, Malachi 3,6, oder? Ja, ich weiß auch. Ja, da steht, Gott sagt, ich wandle mich nicht. Aber hat sich Gott nicht gewandelt, als er zu Mensch wurde? Nein, er hat sich nicht gewandelt. Der Geist des Vaters war ja in Jesus Christus drin. Er ist nur die Schöpfung. Aber warum? Genauso wie Allah sein Schienbein zeigen wird oder seinen Fuß in die Hölle gesteckt hat. Ganz kurz. Harut, das ist kein Schienbein. Ich muss jetzt arbeiten. Wir reden später. Ich korrigiere mich im Arabischen. Das heißt, Leute, danke, dass ihr da Gottes Segen. Bis nachher.